sagen, College ist sehr anstrengend. Vor allem so, wie ich es gemacht habe in 3 Jahren, jetzt meinen Abschluss. Ich werde im August meinen Bachelor dann fertig haben. Ist es sehr anstrengend, sehr zeitintensiv. Es ist wirklich eine Investition, wenn man sich überlegt, von Zeit, Aufwand, alles Mögliche. Ist einfach wirklich von früh bis Abend ein voller Tag mit Football und mit Studieren. Also gute Eindrücke gemacht, schlechte Eindrücke gemacht, alles Mögliche von oben nach unten. Und insgesamt eine sehr gute Erfahrung. Jetzt bist du als Österreicher da drüben. Ich rechne nicht damit, dass du da drüben noch Österreicher an der Uni getroffen hast. Aber jetzt vom Football-Team her, waren das eigentlich jetzt, du als Österreicher, eher eine Ausnahmesituation, als Ausländer, als Nicht-Amerikaner, also nicht US-Amerikaner? Oder hast du auch andere gehabt, die vielleicht ein Stipendium gehabt haben und von irgendwo auf der Welt dorthin gekommen sind, um Football zu spielen? Also wir hatten einen sehr marginalen Spieler, der kurz gekommen ist, und er kam aus Mexiko, den habe ich dieses Jahr kennengelernt, aber schon seitdem ich angekommen bin, 2013 in San Antonio, war dort schon der Alex Jenkins aus Großbritannien, und sehr großer Defensive Lineman, sehr stark, sehr athletisch, und war auch einer meiner ersten Freunde dort und ist auch jetzt noch mein Zimmerkollege. Wir zwei sind die einzigen Ausländer sozusagen dort, wobei die Schule an sich sehr international ist. Das Footballteam nicht unbedingt, das Footballteam ist sehr regional, sehr viele Texaner, ein paar Kalifornier aus Kalifornien. Wobei wir als nicht wirklich als Ausländer jetzt unbedingt dort sind. Wir haben sehr gut ins Team gepasst, uns beide sehr gut integriert, und wir verbringen noch immer sehr viel Zeit miteinander natürlich. Wir teilen so unser, dass wir Europäer sind, teilen wir ein bisschen. Unsere Gedanken, was wir sehen, was wir erleben, das teilen wir oft miteinander, weil es halt doch für uns anders ist, das System ist und die Kultur ist eine ganz andere. Aber ja, wir zwei sind die einzigen Ausländer im Team. Jetzt hast du es vorher schon angesprochen, der Tag ist ziemlich ausgefüllt, College ist nicht, was man so auf der linken, rechten Backe absitzt, sondern man muss viel arbeiten. Vom Training her, jetzt bist du drüben angekommen, wie läuft dort sozusagen in der Woche ein Football-Training ab? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten im Vergleich jetzt? Du kennst Österreich als Vereinssport. Wie sind da die großen Unterschiede, was dir am meisten aufgefallen ist? Also ich muss sagen, es ist alles sehr strukturiert. Vom ersten Tag, wo ich angekommen bin, gab es schon ein Training um 11 Uhr. Ich bin im Sommer 2013 angekommen, gab es schon um 11.30 Uhr ein Training, draußen ein Conditioning, und es ist alles sehr strukturiert, sehr organisiert. Man muss pünktlich sein, man muss anwesend sein, und man muss auch, wenn man anwesend und pünktlich ist, muss man sein Bestes geben jedes Mal. Also da gibt es wirklich nicht irgendwie Tage, wo man sich frei nimmt oder wo man sagt, jetzt bleibe ich mal im Zimmer, jetzt bleibe ich mal bei mir zu Hause oder in der Wohnung, wo immer man wohnt, sondern man muss wirklich jeden Tag erscheinen, gut auftreten und sein Bestes geben. Also das gilt sowohl im Klassenzimmer als auch bei Football. Also man ist wirklich den ganzen Tag unterwegs, wenn man ein Athlet ist und ein Student ist. Von den Trainingsstätten dort, ich meine, viele träumen ja wahrscheinlich von den Möglichkeiten, die man oft dort an Trainingsstätten hat. Was habt ihr da alles gehabt? Das Kraftkammer, Feld, Schwimmhalle? Wir haben eine Schwimmhalle gehabt, die für unser Schwimm- und Diving-Team hauptsächlich benutzt wurde. Wir können es auch benutzen, das ist halt, da gibt es eine Struktur, wann wir es benutzen können und wann nicht. Wobei das nicht ein sehr großer Teil unseres Trainings war, jetzt die Schwimmhalle unbedingt, aber es gab eine Schwimmhalle, wir haben eine Kraftkammer gehabt, eine eigene mit 10 Power Racks, eine recht kleine Kraftkammer, da wir doch von Division 2 auf Division 1 erst vor 2 Jahren, also wie ich mein erstes Jahr gespielt habe, umgewechselt sind. Und die Kraftkammer ist aber alles, was man braucht, wirklich, wir machen dort alles, was wir brauchen. Und am Feld natürlich, wir haben einen Kunstrasen, ein Stadion, und dort trainieren wir und spielen wir unsere Heimspiele. Es gibt einen Rasenplatz, wobei der benutzt wird, wenn der Kunstrasenplatz aus irgendeinem Grund nicht benutzbar ist, was sehr selten passiert. Wir haben auch ein Fußballteam, das auf dem Kunstrasen spielt. Wir haben alle möglichen Sportarten, die alle Möglichkeiten, alle Facilities benutzen dort. Und es ist aber wirklich klein, muss man sagen, nachdem wir doch eine kleine Schule sind, eine kleine Division 1 Schule. Aber mehr als genug für was wir brauchten. Jetzt warst du ja immer das ganze Jahr dort. Ist dort das Training auch in Off-Season, Pre-Season und Season aufgebaut? Das heißt genauso mit Vorbereitungen, wie wir es oft bei uns haben? Oder schnuppert ihr dazwischen auch in andere Sportarten rein? Wir schnuppern in keine Sportarten rein. Also man ist wirklich das ganze Jahr lang. Also jetzt für Winter gibt es einen Trainingsplan. Ich bin jetzt
bereits fertig mit Football nach dieser Saison. Aber es gibt Wintertrainingspläne, es gibt Frühling. Im Frühling ist man auch fast genauso beschäftigt wie in der Saison. Wobei halt in der Saison natürlich es doch um einiges schneller und um einiges intensiver ist. Aber man ist eigentlich nie, man hat wirklich kaum frei. Im Winter gibt es ein bisschen Freitage, wo alle nach Hause fahren und zu Weihnachten und Silvester mit ihrer Familie verbringen. Aber und im Sommer ebenfalls, außer man nimmt Sommerschule, so wie ich es dieses Jahr gemacht habe. Ich war jetzt seit genau 12 Monaten nicht in Wien. Aber richtig Pause gibt es eigentlich nicht, nein. Man wird immer beschäftigt. Jetzt vom Spiel her, vom Stadion her, jetzt bist du von Österreich gewohnt, was in Österreich auch auf AFL-Ebene eventuell abläuft. Wie ist der Eindruck, ist das drüben wirklich so, dass sozusagen da die ganze Stadt dann wahnsinnig wird, wenn ein Footballspiel startet? Wie ist der Eindruck, wenn man da ins Spiel, ins Stadion sozusagen einläuft? Das Stadion bei uns, wie gesagt, wir sind doch noch eine sehr kleine Schule und es gibt auch UTSA, University of Texas San Antonio, die doch, ich glaube, primär jetzt in San Antonio die größte Schule ist auch für Football, wobei sie auch ihr Programm, glaube ich, zur gleichen Zeit oder fast sogar ein Jahr später als wir angefangen haben. Aber sie sind keine private Schule, wir sind eine private Schule, sie sind öffentlich und eine sehr viel größere Schule. Und dadurch, glaube ich, haben sie viel mehr. Sie spielen im Alamo Dome, der jetzt viel größer ist, wo auch, ich glaube, diese Woche Oregon und, wenn ich jetzt richtig bin, TCU spielt im Alamo Dome, die Alamo Bowl. Und dort spielen sie, wir spielen in unserem eigenen Stadion, wo nicht allzu viele Leute kommen im Vergleich zu sehr großen Division One-Schulen, wie gesagt. Ja, aber jetzt im Vergleich zu Österreich. Im Vergleich zu Österreich muss man sagen, dass schon um einiges mehr passiert rundherum. Also Tailgating, was in Österreich, glaube ich, nicht so ein sehr großes Thema ist, wo zuerst Bier getrunken wird und Hotdogs gemacht werden und Hamburger und alles mögliche. Also es fängt schon, wenn das Spiel um 2 Uhr anfängt, was wir dieses Jahr unsere Spiele auf 2, nicht um 6 am Abend hatten, sondern um 2 am Nachmittag. Da passiert schon viel drumherum, schon um 10 in der Früh kommen die Leute und setzen sich hin und es ist ein großes Social Event, alles Mögliche passiert dort und auch der Game Day für uns ist ein sehr großes, ein richtiges Prozedere. Das fängt um 9 in der Früh an oder um 8 in der Früh an und geht dann bis wirklich zum Spiel, haben wir ein volles Programm. Deine Karriere in dem Football-Team selber, jetzt hast du dort gestartet im Sommer 2013, das heißt 2013 deine erste Saison. Wie hast du da gestartet, weil du wirst ja sicher nicht gleich von Anfang an ein sogenannter Starter gewesen sein, sondern wie hat sich das über die 3 Jahre entwickelt? Naja, also wie ich angefangen habe, wurde ich mal geredshirted. Das ist sozusagen ein Jahr aussitzen, nur trainieren, kein Spiel. So hebt man sich dann die 4 Jahre Eligibility, also die Spielerlaubnis, die man hat, die 4 Jahre, hebt man sich auf. Das heißt, man kriegt sozusagen 5 Jahre, wo man das erste Jahr nicht spielt, sondern nur trainiert und sich vorbereitet. Ich war so ein Kandidat und habe sozusagen das erste Jahr 2013, wo wir noch im Übergang waren zwischen Division 2 und Division 1, nicht gespielt, habe nur zugeschaut und trainiert. Und das war vom Übergang her, glaube ich, für mich ein bisschen besser, weil ich nicht gleich ins Spiel geworfen wurde sozusagen, sondern ein bisschen Zeit hatte, mich zu entwickeln und an das System gewöhnen und an die Geschwindigkeit vom Spiel und die Geschwindigkeit vom Tagesablauf und College-Leben und alles drum und dran. Hat mir ein gutes Jahr gegeben, um mich dran zu gewöhnen, um mich zu akklimatisieren. Wobei dann das zweite Jahr schon meine Spielzeit immer mehr wurde und immer mehr wurde gegen Ende, bis ich mir dann im Ende Oktober 2014 war das, mein Kreuzband gerissen habe und Knieoperation hatte und dann 2015 zurückgekommen bin mit der Schiene vom Kreuzbandriss und gespielt habe die letzte vorige Saison jetzt, wobei dann meine akademische durch das Jahr, wo ich geredshirtet wurde, mein akademischer Lauf um einiges schneller ging als der athletische. Das heißt, ich habe jetzt noch 2 Jahre Eligibility-Spielerlaubnis am NCAA-Level, wobei ich die nicht nutzen werde, nachdem ich im August, wie gesagt, schon fertig bin mit dem Bachelorstudium. Wenn ich richtig weiß, du hast Safety gespielt, jetzt im Vergleich auch zum Level in Österreich. AFL hast du in Österreich nicht mehr gespielt, glaube ich, oder? Kurz. Wenn du jetzt den Level vergleichst, jetzt sagen wir mal zum Division 2 College, also am Anfang, ist jetzt, glaube ich, trotzdem ein Riesenschritt. Ist ein Riesenschritt, keine Frage. Also wir haben Spieler bekommen, die um einiges besser waren. Unser Recruiting wurde um einiges besser von Jahr zu Jahr und wird auch jetzt noch um einiges besser. Wir bekommen mittlerweile 3 Star-Recruits aus der 5-Sterne-Skala. Bekommen wir schon 3 Star-Recruits, die zu uns kommen und wir hatten dieses Jahr unsere erste Winning-Season, also 6-5 hatten wir, mehr Wins als Losses. Und in unserer Division 1 sozusagen Laufbahn, die erst seit 2 Jahren existiert.
Wir hatten schon, waren schon einmal 6 und 5, wo wir noch eine gemischte Division 2 und Division 1 gespielt haben. Wobei dieses Jahr haben wir wirklich gute, sehr gute Gegner geschlagen in unserer Southland Conference, die eine sehr, sehr starke Conference ist in Division 1 FCS, in der Liga, in der ich gespielt habe. Und es ist ein Aufstieg, die Division 2 zu Division 1, den man sich nicht wirklich vorstellen kann, weil das Level in Amerika wirklich von Schule zu Schule anders ist, im Division 1 Level schon, aber dann Division 2 zu Division 1 oder Division 3 zu Division 2 ist ein Riesenschritt, das kann man sich nicht vorstellen. Gleich zu deinen, wenn du dich zurückdenkst vor 3 Jahren, was du für Erwartungen gehabt hast, welche Ziele, sind die erfüllt worden, vielleicht auch übererfüllt oder vielleicht manche nicht ganz erreicht? Ich glaube, Ziele setzt man sich, um einen Weg zu kreieren, wobei dann die Ziele und die Erwartungen und was dann wirklich passiert, das shiftet und das ändert sich sehr im Laufe von 2 oder 3 Jahren jetzt. 2,5 Jahre bin ich schon auf der Universität. Das verändert sich sehr schnell und sehr ruckartig. Also ein Kreuzbandriss kann sehr viel ändern. Wenn man akademisch, so wie ich, schneller fertig ist und sich sehr, sehr gut tut, dann glaube ich, ist es einfacher, jetzt Prioritäten anderswo hinzuschieben. Und Träume sind gut und Ziele sind gut und sehr wichtig. Und die verändern sich allerdings, wie ich gemerkt habe, von einem 19-jährigen David zu einem 21-jährigen David verändert sich doch sehr viel. Ja, 3 Jahre und doch viele Änderungen. Jetzt hast du gesagt, die Saison ist fertig. Du hast ja sozusagen den Footballhelm unter Anführungszeichen am College und einmal in den Nagel gehängt. Wie schaut deine Zukunft aus? Jetzt wirst du im August fertig. Hast du schon Pläne? Bleibst du in Amerika? Kommst du nach Österreich? Wie wird es weitergehen? Also es ist für mich persönlich noch alles offen. Ich muss mich jetzt anfangen zu bewerben für Masterprogramme, da ich jetzt nach meinem Bachelor ein Masterprogramm machen will, ein 2-jähriges. In welche Richtung das geht, wo es mich dann hinbringt oder welche Universität, welches Land. Das ist alles noch sehr offen zu diesem Zeitpunkt und das, glaube ich, wird sich im Prozess entwickeln. Österreich, muss man sagen, hat sehr gute Bildungseinrichtungen. Die Wirtschaftsuniversität ist super. Wir haben eine diplomatische Akademie in Wien, ist herausragend. Und Österreich ist sicher ein tolles Land mit guten Voraussetzungen, mit sehr guten Möglichkeiten, auch für mich. Und das muss ich mir alles im Prozess anschauen. Gut, zu deiner Zukunft nochmal vielleicht zurück zur Vergangenheit. In Österreich haben wir sehr viele Football-Nachwuchsspieler, Gott sei Dank, die vielleicht auch den Traum irgendwann hegen, vielleicht einmal in den USA auf einem College zu spielen. Was kannst du einem Spieler heutzutage empfehlen, wenn er sagt, er will seinen Traum auch einmal in die Realität umzusetzen? Ein Traum in Realität umsetzen ist, glaube ich, verbunden mit sehr viel harter Arbeit. Egal, was für ein Traum es ist. Wenn es jetzt Football ist, ist es natürlich aus Österreich statistisch gesehen schon mal sehr gegen uns gestellt als Österreicher. Vor allem, wenn ich mir jetzt überlege, mit 1,80 Meter ist es, glaube ich, da fällt man sehr unter die Norm, wenn man jetzt nach Amerika geht. Und dort gibt es natürlich alle möglichen guten Spieler in Amerika. Die haben dort eine super Auswahl an Top-Athleten und Top-Footballspielern, die das machen, seitdem sie sehr klein sind. Und ich glaube, den Vorteil, den Österreicher haben, ist, Österreicher zu sein. Dass man nicht unbedingt jetzt aus einer Highschool kommt oder wenn man aus einer Highschool kommt, man ist immer noch, es gibt immer noch diese Ungewissenheit bei Recruiters und bei College-Coaches, ein Österreicher, und das sehen sie am Papier oder in der E-Mail, und das sticht ein bisschen heraus jetzt, wenn man sich anschaut, Highschool-Spieler, und dann plötzlich ist ein Österreicher dabei. Also da glaube ich, schauen Recruiter schon zweimal hin und schauen sich das an, wie das Level und wie unser Level ist, wenn man sich ein Highlight-Tape von einem Österreicher anschaut. Als Österreicher, glaube ich, ist es wichtig, und auch als Amerikaner, dass man sehr hart arbeitet, immer sehr klug auch arbeitet. Und die wichtigen Punkte, die notwendig sind für Football, das reicht von wirklich akademisch auch, muss man sagen. Akademisch muss man wirklich sehr gut sein in der Schule, sein Bestes tun, was nicht unbedingt in Österreich immer forciert wird, glaube ich. Auf jeden Fall nicht in meiner Erfahrung. Was in Amerika sehr viel stärker forciert wird, dass die Noten passen und dass man in der Schule was lernt und aufpasst, und das ganze System ist anders. Aber akademisch sehr gut zu sein, athletisch immer an sich zu arbeiten und immer in Kontakt zu bleiben, das ist auch sehr wichtig mit den College Coaches und mit allen möglichen Menschen, die man in Amerika kennen könnte oder auch in Österreich, die Kontakte nach Amerika haben, ist es sehr wichtig, weil ich muss sagen, wirklich, ich wäre nicht zu UAW gekommen, wenn es nicht für einen zufälligen Kontakt wäre, den ich irgendwo am Weg in meinen Jahren aufgenommen habe und dann weiter gepflegt habe, und am Ende ist es dann dazu gekommen. Also es ist, man richtet sich allgemein seine Möglichkeiten aus. Man muss athletisch passen, akademisch passen, eine gute Einstellung haben, mit Leuten reden können,
vielleicht die Sprache ein bisschen mehr üben, Englisch. Und alles fällt dann irgendwie richtig in den Platz. Und es muss die Leidenschaft dabei sein. Das ist das Allerwichtigste. Man hat Träume, man hat Ziele. Es ist wichtig, dass Motivation nicht kurzlebig ist, glaube ich, weil viele Menschen, so wie ich auch, hören Musik, wenn sie trainieren oder schauen ein Motivationsvideo an und dann sind sie kurz inspiriert für ein paar Stunden oder einen Tag oder zwei Tage oder eine Woche oder hören eine gute Rede und sind motiviert. Es ist sehr wichtig, dass diese Motivation dann irgendwie weitergeführt wird, dass es wirklich von innen kommt, weil externe Motivation ist leider sehr kurzfristig. Interne Motivation, die von innen kommt und die man wirklich mit Leidenschaft und Herz beim Sport ist, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also gibt es auch den inneren Schweinehund, den ein College-Spieler hier und da sozusagen überwinden muss, um noch weiter zu tun? Jeden Tag. Also ich glaube, wenn man jung ist, ist der Körper noch frisch und man spielt noch wirklich sehr gerne leidenschaftlich und dann umso älter man wird, umso erfahrener man wird, umso länger man in einem System ist, glaube ich, fängt es dann an, die Routine wird sehr langsam für einen und es ist jeden Tag das Gleiche in Wahrheit, es ändert sich nicht sehr viel. Und das kann schon ermüden, das kann schon sehr ermüden, vor allem auch, wenn man studieren muss, nebenbei ein Bachelorstudium abschließen muss oder darf. Bin ich vollkommen glücklich mit der Erfahrung und das ist das Allerwichtigste, dass man eine gute Erfahrung hat und dass man über sich selber viel lernt und vielleicht auch die Erfahrung macht, dass man sich dann nicht mit Älteren, wenn man älter ist, dass man sich dann nicht überlegt, was wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte oder hätte ich es geschafft oder hätte ich das geschafft oder wie wäre es ausgegangen. Also ich weiß jetzt hundertprozentig, wie es passiert ist und wie es ausgegangen ist und damit bin ich zufrieden.